Wenn einmal das Wetter nicht so mitspielt und es draußen nur trüb und grau ist und ihr trotzdem Lust bekommt auf viele bunte sonnige Farben, dann habe ich was für euch. Und zwar dieses kleine neue Physikspielzeug von mir, das mir alle möglichen bunten Flächen oder Videos oder Farben oder auch LED-Lichter in bunte Pixel verwandelt. Das macht es deshalb, weil es aus einem Bündel von Lichtleitern besteht und dieses Lichtleiterbündel können wir ganz leicht selber herstellen. Für unseren Lichtleiterrahmen brauchen wir folgendes Material. Zuerst einmal einen Rahmen. Das kann sein zum Beispiel von einer verbrauchten Klebebandrolle der Kartonring oder man kann aus einer Verpackungsrolle so einen Streifen runterschneiden. Das kann dünner sein, kann dicker sein, ist eigentlich nicht so wichtig, es ist beides spannend. Dann braucht ihr noch diese glänzende Folie, das ist Verpackungsfolie, die besteht aus mehreren Schichten, also die hat einen Schichtaufbau, damit sie die Lebensmittel in der Verpackung vor Feuchtigkeit und vor Sauerstoff schützt, damit zum Beispiel die Chips nicht ranzig werden oder latschig und die Kekse länger halten und so weiter. Das kann Keksfolie sein, das kann Chipsfolie sein, ist ganz egal, wichtig ist nur, dass sie total gut spiegelt. Dann brauchen wir eine Schere und so ein etwas durchscheinendes Papier, wie zum Beispiel Backpapier, Butterbrotpapier oder Pergamentpapier. Ist eigentlich ziemlich egal welches, also je durchscheinender das ist, desto mehr sieht man natürlich von den Licht und von den Farben. Aber es geht auch ein bisschen weniger durchscheinendes Papier, wie zum Beispiel dieses Butterbrotpapier, funktioniert genauso. Und dann braucht ihr irgendwas zum Kleben, zum Beispiel einen Klebestift oder Doppelklebeband. Um aus dieser Folie jetzt so nette kleine Röhrchen zu machen, müssen wir sie in Streifen schneiden. Und die Streifen müssen genauso hoch sein wie der Rahmen, den ihr verwenden wollt. Also zuerst einmal machen wir die Folie auf. Das heißt, wir brauchen eine möglichst glatte Folie mit möglichst wenigen kleinen Runzeln drauf. Das heißt, ich schneide zum Beispiel auch diese zusammengepressten Ränder hier weg. Die würden uns stören, die schauen nicht so schön glänzend aus. Und die würden nicht das Licht so gut weiterleiten. So, möglichst schöne Folie. Und dann kann man die auch gleich in Streifen schneiden, in der richtigen Länge. Ich rolle jetzt ein, damit sie ein bisschen leichter zum Handhaben ist. Und ihr könnt euch das ausmessen. Wenn ihr nicht ausmessen wollt, kann man natürlich auch das gleich direkt als Maß nehmen und einen Streifen in der richtigen Länge runterschneiden. So, wenn man es natürlich mit einem Lineal macht, wird es ein bisschen genauer, aber so geht es auch. Machen wir das noch einmal so. Ich nehme die Schere, die ein bisschen besser schneidet und dann einfach entlang schneiden da an dem Rand und der Streifen hat schon die richtige Länge. Wenn ihr dann diese Streifen habt, dann könnt ihr euch überlegen, wie viele solche Lichtleiter wollt ihr denn basteln? Wollt ihr das eher mit ganz vielen, ganz kleinen? Dann schaut unser Lichtleiterrahmen halt sehr detailliert aus oder eher mit großen Lichtleitern, dann mischen sich da mehr Farben drinnen. Also so ist es pixeliger irgendwie und so sind mehr farbige Flächen, es ist beides spannend. Ihr könnt natürlich auch zwei oder mehr Rahmen machen und die verschiedenen Effekte wie die unterschiedliche Länge, die unterschiedliche Dicke ausprobieren. Was für einen Einfluss hat es, wenn dieses glänzende Röhrchen dicker oder dünner ist? Ich mache jetzt einmal so ungefähr fingerdicke kleine Röhrchen, die klebe ich hier mal zusammen. Also zuerst einmal die richtige Länge abschneiden. Kann ich gleich mehrere in der richtigen Länge abschneiden. Wichtig ist, dass ihr dann auch die besser glänzende Seite oder die Seite ohne Aufdrucke in der Mitte von dem Röhrchen verwendet, weil da ist ja unser Lichtleiter. So, jetzt habe ich drei ungefähr gleich große Bahnen. Dann verwende ich den Klebestick oder auch ein Doppelklebeband, um das zusammenzukleben.
Ich versuche ein möglichst schönes Röhrchen zu machen und dann klebe ich das Röhrchen auch gleich in den Rahmen hinein. Und ich möchte, dass das auf der Unterseite, die dann nachher die Oberseite sein wird, möglichst genau abschließt, also wirklich unten ansteht, dass da keine Luft dazwischen ist, damit ich einen schönen Schatten unten habe, mit möglichst einer konkreten Kante. Das mache ich jetzt so lang mit meinen Streifen, bis meine ganze Pixeltube bzw. mein Lichtleiterrahmen aufgefüllt ist. Größe kann ich mir aussuchen. Größe vom Rahmen, auch die Größe von diesen Röhrchen. Wenn man sie noch dünner machen möchte, also dünner als eure eigenen Finger, dann wird es immer komplizierter, logischerweise. Wenn man sich ein bisschen mehr anstrengen muss, dann beim Röhrchen formen. Größere Röhrchen sind schneller geformt und machen natürlich auch diese Pixeltube schneller voll. So, beinahe fertig. Da könnte man noch ein bisschen was unterbringen. Der Vorteil bei so einer niedrigen Röhre oder so einem niedrigen Rahmen ist, dass man locker auskommt mit so einer kleinen Keksverpackung. Und sich das schon gut ausgeht. So, das schaut schon interessant aus. Und jetzt fehlt natürlich noch die Schicht, auf der wir dann wirklich was sehen. Die dann sozusagen unseren Bildschirm bildet. Dazu nehmt ihr entweder Pergamentpapier oder eben Backpapier oder etwas in der Art und ein bisschen Kleber. Und wir kleben mal da den ganzen Rand. Geht auch Leim oder ein anderer Bastelkleber. Ich habe jetzt gerade so einen Klebestick da bei der Hand. Und den drücken wir da jetzt fest. Wenn man das da dann festklebt, einfach den Rand rundherum wegschneiden. So ein bisschen zu früh. Also ein bisschen warten, bis es gescheit klebt und dann den Rand rundherum wegschneiden. Und dann bin ich schon sehr neugierig und möchte es natürlich auch gleich ausprobieren. Und zum Ausprobieren eignet sich alles, was irgendwie hell und bunt ist. Also einerseits kann man das gut testen, zum Beispiel bei einem Tablet-Bildschirm, indem ich schaue, ob ich jetzt tolle Pixel machen kann aus dem, was da ist. Man kann ins Licht schauen damit, also nicht in die Sonne, aber in irgendeine Lampe. Und man sieht schon, das schaut aus, als würde es von selber leuchten, sobald ich das ein bisschen auf eine hellere Oberfläche richte, weil in diesen kleinen Lichtleitern, die wir da jetzt gebastelt haben, das Licht immer reflektiert wird am Rand. Und zusätzlich zu dem Licht, das quasi gerade durchleuchtet, auch noch das Licht dazu kommt, das vom Rand dauernd reflektiert wird, das eigentlich hier schräg auftrifft. Also wir wollen das jetzt ausprobieren mit ein paar bunten LEDs. Dazu habe ich einfach nur in eine Schachtel Löcher für Knopfzellen geschnitten. Irgendeine Schachtel, die ihr nicht mehr braucht. Und ich stecke auf meine Knopfzellen bunte LEDs. Und das ist ein tolles Setting, um meine Pixeltube hier zu testen. Gefällt mir jetzt schon. Man sieht hier auch immer so schattige Bereiche und heller Bereiche, ich gehe mal ein bisschen näher. Und das passiert auch immer, wenn Licht wo reflektiert und gebrochen wird. Das nennt man Kaustik.
Also diese ganz, ganz hellen und ein bisschen dunkleren Bereiche. Und was sie noch macht, diese Pixeltube, sie mischt uns die Farben vom Licht. Je weiter ich weggehe, desto besser kann man das sehen, dass hier Mischfarben entstehen. Ich bewege mal das da unten durch. Was auch witzig ist, wenn man Schatten unten durch bewegt und man jetzt durch die drei verschiedenen Lichter natürlich auch bunte Schatten sehen kann. Mir klebt das noch nicht so optimal super. Aber das macht nichts. Völlig anderer Effekt, wenn man das jetzt umdreht. Da fehlt mir jetzt quasi meine Projektionsfläche. Und durch den Diffusor unten, also das Papier wirkt als Diffusor, das funktioniert dann nicht mehr als Lichtleiter.